reinbekommen. Es ist eine Flybridge-Yacht mit großen Kabinen. Gehört zu dem Typ modernen Motorjachten. Wir haben zwei Antriebe, Volvo Penta. Die sich hier hinten unter dem Heckbereich befinden. Die Kabine ist sauber und ordentlich. Polster sind in Ordnung. Die Technik ist soweit durchgeprüft. Und alle Einbauten sind funktionstüchtig. Jetzt gehen wir mal den Niedergang herunter. Hier schauen wir einmal in die Pantry rein. Mit Kühlschrank und allem, was nötig ist. Ein Blick in die Nasszelle, die ist ausgesprochen groß, mit Toilette, Waschbecken, Duschmöglichkeit, alles schön in GFK ausgekleidet. Und dann haben wir im Vorschiffsbereich noch die Eignerkabine. Hier sind noch diverse Polster und Stühle mit dabei, ein Umkleideschrank und ein zweiter Zugang vorne für die Nasszelle.